ja, also schön. Kamera rollt, hoffe ich. Schön geschmeidig reinfahren. Bei mir ist es wichtig zu sehen, wie reagierst du da drauf? Moin Henning. Moin Henning. Das ist etwas Gegenlicht. Ich fahr... Je mehr Leute das sehen, desto besser. Bio und vegan. Also... Fahr mal um mich rum. Das... Also, weiter im Text. Herzlich willkommen zu Wingding Tutorials, die Serie. Heute geht es darum, dass ich euch ein bisschen zeige, wie ihr die Halse fahrt. Ich versuche so auf den einen oder anderen Tipp einzugehen, beziehungsweise euch den einen oder anderen Tipp zu geben. Ich kriege viele Anfragen, ja, wie funktioniert eigentlich eine Halse? Hast du irgendwie einen Tipp oder worauf muss ich achten? Ja, ich habe Tipps, ich habe einige Tipps und ich versuche euch die hier heute zu geben. Die Grundvoraussetzung, um Halsen zu üben, ist, dass ihr kontrolliert von A nach B fahren könnt und dass ihr euren Flügel unter Wasser einigermaßen gut unter Kontrolle habt, dass ihr die Höhe halten könnt von dem Flügel unter Wasser, die Flugphase kontrollieren könnt. Am Anfang muss man darauf achten, kleine Bewegungen zu machen. Fahrt in die Halse mit einer wirklich mit einer ruhigen, geschmeidigen Bewegung. Ich sag mal schon fast katzenartig. Und versucht dabei einen Radius beizubehalten. Es geht nicht darum, irgendwelche harten Steuerbewegungen zu machen. Es gibt zwei Sachen, die wichtig sind für euch am Anfang, die ihr euch merken solltet. Zum einen, ihr könnt ein Manöver wie die Halse, ihr könnt das fast komplett durchgleiten. Ihr könnt das komplett durchfliegen, ohne eigentlich viel Druck im Wing zu haben. Und das müsst ihr euch merken, das müsst ihr wissen. Jetzt wisst ihr das, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. So, das zweite, was ihr euch merken müsst. Jede hektische Steuerbewegung unterbricht das Flugverhalten des Flügels unter Wasser. Also euer Flügel unter Wasser, der kann weiter gleiten, als ihr denkt. Korrekturen und hektische Sachen und sowas unterbrechen immer die Flugphase. So. Also gerade für die Leute, die irgendwie 1750 oder größer, also 2000er Flügel oder sowas fahren. Ihr könnt da, also auch wenn du schwerer bist, du kannst jedes Manöver durchfahren ohne Wing, also mit fast keinem Wingdruck. Und je mehr du dich auf den Flügel unter Wasser konzentrierst, umso mehr wird der Wing nur zur Nebensache. Also der Wing, ich kann ihn fast links, rechts, oben, unten, überall hinstellen. Den Tipp gebe ich euch. Wenn du in ein Manöver gehst, sollte immer durch deinen Kopf gehen, du kannst durchfliegen, du kannst durchfliegen. Ja, ich kann durchfliegen. So sollte man in jedes Manöver reingehen. Ein kleiner Tipp noch nebenbei. Der vordere Fuß steht und darauf habe ich meine Basis. Darauf baue ich das Manöver auf. Der hintere Fuß, damit mache ich leichte Pumpbewegungen. Der ist dafür da, so eine Art Speedcheck zu machen, beziehungsweise Höhencheck, Höhenkontrolle. Wo bin ich mit dem Flügel unter Wasser? Und deswegen, wenn ich jetzt sage, der hintere Fuß, wupp, 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 ich sage extra dieses Geräusch, damit ihr euch merkt, also es ist jetzt kein Dollardruck, ich drücke da nicht drauf und pump richtig, sondern ich mache minimale Bewegung, damit ich weiß, wo ist mein Flügel eigentlich. Weil wenn ich nämlich merke auf dem hinteren Fuß, dass ich runtergehe, dann kann ich ein bisschen gegenkorrigieren, gegensteuern und hochlenken. Wenn ich merke, mein Board geht zu weit hoch, kann ich so ein bisschen gegenlenken und den Druck runterlassen. Telefon. Mario. Moin. Ganz kurz, wo bin ich stehen geblieben? Aber minimal, merkt euch das nur, weil damit kontrolliere ich immer, wo ist mein Board eigentlich? Und dann kann ich jederzeit Fehler korrigieren. Wenn ich hinten so leicht wippe, das ist so ein bisschen so ein Advanced-Tipp, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen Anfänger ein bisschen viel, aber das könnt ihr euch merken, über den hinteren Fuß kann man Manöver kontrollieren, kann man seine ganze Flugphase, wenn man den Wing einfach mal so fliegen lässt und sich nicht so sehr auf den Wind konzentriert, kann man halt damit sein Board kontrollieren. Wenn man die Welle abreitet, genau das Gleiche. Auf der Welle, wenn ich die Welle runterfahre, fahre ich auf dem vorderen Fuß, aber der hintere Fuß, der checkt immer so ein bisschen minimal mit so einer Bewegung. Wo bin ich eigentlich? Wie hoch bin ich? Muss ich nach oben oder nach unten korrigieren? So, next. Also nachdem du dann beherzt in die Halse gefahren bist und den Flügel unter Wasser gut kontrollierst, den Fokus auf den Flügel unter Wasser behältst, nimmst du die hintere Hand, lässt du los und nimmst die vordere Hand so ein bisschen höher, auf Kopfhöhe oder höher
und fliegst so deine Halse geschmeidig in einem Radius weiter. Wenn ihr dann fast rum seid, dann könnt ihr die losgelassene hintere Hand nach vorne nehmen und einen Handwechsel machen und die vordere Hand, die alte, die wird dann zur hinteren Hand. Ihr habt den Wing immer noch relativ weit oben und dann könnt ihr langsam den Wing zu euch wieder ranziehen, um Geschwindigkeit in die neue Richtung Toeside aufzunehmen. Also mit den Zehenspitzen dann im Wind. Fahrt ihr den Toeside weiter, ohne Fußwechsel. So, dann fahre ich in die Halse rein, schön geschmeidig, Flügel durchfliegen, hintere Hand loslassen, rangreifen und umgreifen und so geht's weiter. Und auch da gilt die volle Konzentration immer auf den Flügel unter Wasser. Für die Leute, die nicht Toeside weiterfahren wollen und die sagen, oh, so verkehrt rum dann auf dem Board stehen, das kann ich nicht und sowas, für die heißt es natürlich nach einer Halse Fußwechsel. Und bevor ihr jetzt wieder ranzieht, lasst ihr einmal kurz die Geschwindigkeit aus den Flügel rausgehen und macht so ganz geschmeidigen Touchdown. Das Board berührt das Wasser und in dem Moment blitzschnell macht den Fußwechsel und zieht dann wieder den Wing an euch ran und versucht euch hochzupumpen und in die neue Richtung wieder weiterzufahren. Ganz wichtig, dieser Fußwechsel, dieser blitzschnelle Fußwechsel, das ist Übung, Übung, Übung. Tausendfach Wiederholung, das ist wichtig, also weil dass du die Füße danach wieder in der richtigen Position hast, um halt wieder den Flügel hochzupumpen in die neue Richtung, da musst du echt üben. Das ist mein Tipp für eine Halse. Also ich würde sagen, was wichtig ist, ist, dass man versucht, das durchzugleiten. Also wirklich sich auf den Flügel konzentrieren. Was mir immer hilft, ist versuchen, den Schirm relativ schnell zu drehen und direkt wieder so in den Wind zu stellen, dass man Druck drauf hat, weil dann hat man was, woran man sich festhalten kann. Also Moin Henning. Ja, jetzt willst du meine geheimen Tipps hier, ne? Ich bin gerade einkaufen. Ich habe hier was gefunden, das ist mein Geheimtipp. Und zwar für die Halse und sowieso generell, das Foil muss sauber sein. Also hier, Alkohol oder Glasreiniger. Das Fabrikat ist eigentlich egal. Ne? Hauptsache Bio und vegan. Ansonsten kannst du alles nehmen. Mein Top-Tipp ist bei der Halse volle Konzentration auf das Foil. Alles andere folgt von alleine, beziehungsweise kann man sich danach mit befassen. Also, viel Spaß, bis bald. Moin Henning. Jo, die Halse war wahrscheinlich auch so das erste Manöver, was ich gelernt habe. Und da hat mir das auf jeden Fall geholfen, dass ich vorher so ein bisschen am Strand die Handbewegung geübt habe, dass das nachher alles intuitiv am Wing funktioniert. Und das zweite war, glaube ich, ja, dass ich einfach ein bisschen größeren Radius gefahren habe, weil die Foils sind so gut heutzutage, dass man einfach auch fast endlos gleitet, ohne dass man jetzt die ganze Zeit die Power vom Wing braucht. Und das dritte würde ich sagen, so das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich die ganze Zeit darauf fokussiert, dass das Foil nicht aus dem Wasser kommt oder das Board halt vorne einspitzelt. Ja, dann euch viel Glück und bin gespannt aufs Video und vor allem auf die nächste Session heute Abend. Bis dann! Moin Henning, hier mal meine Tipps zu der Halse. Das, was uns immer wieder auffällt, sind die wichtigsten zwei Punkte: Vorbereitung, dass man weiß, wie man den Griffwechsel auch macht. Und das zweite ist die guten Bedingungen. Also man geht nicht an einem Sturmtag raus, wenn man eh schon Probleme hat, sich auf dem Board zu halten. Vorbereitung heißt, dass man auf jeden Fall in beide Richtungen sich erfreuen kann, weil die neue Richtung, in die man fährt, Toeside, ist halt eh schon tricky. Das nächste ist, dass man auf der Wiese auch schon mal gelernt hat, umzugreifen. Über die Vorderhand umgreifen, die neue Richtung weiter, sich den Körper vielleicht schon mal so ein bisschen verdreht und auch im ungefoilten Zustand die Halse schon mal macht. Das heißt einfach, ja, geradeaus fahren, wo man auch immer hinfährt, links oder rechts, und ungefoilt das Board rumziehen, Handwechsel machen, so über Kreuz weiterfahren, dass man das Feeling schon mal raus hat, dass man nicht in die neue Richtung foilt, Toeside sich das einmal das Foil irgendwo hinhaut, wo es nicht hin soll. Viel Erfolg dabei, bis dann, tschüss. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber das heute zu Halse. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und den einen oder anderen Tipp geben. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Manöver habt, zur der Halse habt, dann bitte in die Kommentare.
gebt mir gerne einen Daumen hoch oder teilt auch gerne dieses Video bei euch, verlinkt das oder wie auch immer. Ich freue mich darüber, wenn das möglichst viele Leute sehen, weil dann hat sich die Arbeit gelohnt. In diesem Sinne, ciao, 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 ciao.